Auf internationalen Championaten und Turnieren stellen Oldenburger Pferde seit Jahren ihre besonderen Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Die Oldenburger Zucht gehört zu den weltbekanntesten und renommiertesten. Daher verwundert es nicht, dass sich die WSM-Halle regelmäßig in einen großen Pferdestall verwandelt. So fanden auch in diesem Jahr Anfang November die internationalen Oldenburger Pferdetage statt. Die Weltstars im Dressur- und Springsattel kamen nach Oldenburg, um stattliche Preisgelder und Weltranglistenpunkte zu ergattern. Wie schwierig ist es eigentlich, ein hochkarätiges Starterfeld für die Pferdetage zu organisieren? Dr. Kaspar Funke vom Veranstalter Escon Marketing. Ich verstehe die Reiter, wenn die das zunächst mal betriebswirtschaftlich oder, man kann es auch anders ausdrücken, emotionslos betrachten. Der Reiter, der hat ja mehrere Kriterien. Welche Pferde stehen mir zur Verfügung? Welche Veranstaltungswettbewerbe gibt es oder Wettbewerber gibt es? Wir standen in großem Wettbewerb, an diesem Wochenende in sehr großem Wettbewerb. Es gab in Belgien, in Lüttich, in Italien Weltcup, in Wien ein traditionsreiches, internationales, größeres Turnier. Da konnten wir in der, eigentlich muss man das ganz objektiv sagen, vom Preisgeld her gar nicht mithalten. War Utopie. Wir haben Einzelgespräche geführt und meinen, dass wir vor dem Gesamthintergrund ein sehr, sehr gutes Starterfeld hatten. Ein Starterfeld auf, das zeigte hier der ganze Ablauf, auf sehr gutem Niveau. Wir haben natürlich lieber ein Wochenende, an dem wir allein sind. Dann fällt es uns leichter, auch noch mehr Reiter zu überzeugen oder zu überreden. Ich muss ja auch zugeben, wenn man einen René Tebbel, einen Herrn Allmann und Rolf-Göran Bengtsson und wie sie dann alle heißen, die mussten wir schon überreden und überzeugen. Da mussten wir vieles gleichzeitig unternehmen. Da bekamen wir durchaus auch mal eine Rechnung, um das mal so auszudrücken. Aber das ist eine Frage, die muss jeder dann für sich selbst kalkulieren, was er kann und was er lieber lässt. Wir meinen, dass wir durchweg richtige Entscheidungen getroffen haben. Wir haben auch natürlich einigen Reitern eine Absage erteilt, weil wir eben der Auffassung waren, ist keine Bereicherung oder ist zu teuer, je nachdem, wie man das Ganze sieht. Also auch wir müssen es betriebswirtschaftlich sehen. Wir waren in der Gesamtheit, das zeichnete sich ab, so 3 Wochen vor Beginn der Veranstaltung, dass wir eigentlich wohl mit sicherem Gefühl hier hinkommen dürfen. Bei dem mit 25.000 Euro dotierten Großen Preis der Stadt Oldenburg siegte die deutsche Meisterin von 2006, Janne Friederike Meyer. Ihre Konkurrenten wissen längst, dass sie mit ihren vierbeinigen Athleten gerne mal mit einer besonders rasanten Runde durch den Parcours fegt. Und in der WSM-Halle war die 26-jährige Amazone nicht zu schlagen. 12 Teilnehmer hatten sich für das Stechen qualifiziert. Janne Friederike Meyer pilotierte ihren erst 9-jährigen Holsteiner Wallach Lambrasco mit dem Turbo durch die aufgestellten Hindernisse. Wie beurteilt Janne Friederike Meyer die Oldenburger Pferdetage? Ich bin jetzt natürlich ohnehin in einer besonders positiven Stimmung, deswegen fällt mir da jetzt so ein herausragend besonders leicht aus dem Mund. Aber mir hat es auch letztes Jahr hier schon sehr gut gefallen. Da war ich hinten platziert im großen Preis und ich glaube, das ist ein Turnier, wo alle Reiter immer wieder gerne hinkommen. Es ist einfach eine schöne Atmosphäre und macht Spaß hier zu reiten. Die Halle hat sehr gute Bedingungen und es ist für mich vom Termin jetzt auch super gelegen gewesen, so dass man dann noch paar weitere Turniere hat, passt genau rein. Also ich denke, das wird sich so weiter etablieren. Auch Pferde haben ähnlich wie Menschen ihre Launen, ihre guten und schlechten Tage. Also es gibt auch welche, die zickig sind, wobei so mein Pferd eigentlich das nicht ist. Der hat wirklich dann, wenn es laut wird, Angst. Der denkt irgendwie, die Ungeheuer kommen von hinten und er kann da nicht mehr stehen bleiben. Und wenn er sich wieder beruhigt hat, ist das wirklich das liebste Pferd der Welt. Könnte man mit einem kleinen Mädchen durch den Wald spazieren lassen. Aber das sind natürlich auch zum Teil Urinstinkte und wenn die Pferde dann mal Angst kriegen, dann sind sie schwer zu regulieren, ganz klar. Die erst 26-jährige Janne Friederike Meyer gehört bereits zu den Top-Sportlerinnen ihres Faches und war natürlich ein gern gesehener Gast bei den Oldenburger Pferdetagen. Die Pferdesportexpertin von Oldenburg 1, Ann-Kathrin Büsker, beurteilt das Starterfeld und die Veranstaltung wie folgt. Also ich denke, in diesem Jahr war es wirklich sehr attraktiv. In den letzten Jahren war es teilweise nicht so hochkarätig, aber dieses Jahr kann man schon sagen, es waren Top-Reiter da. Also wenn man es mit großen
großen Turnieren beispielsweise in Bremen oder Hannover vergleicht, dann ist Oldenburg nichts dagegen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, es ist schon eine interessante Pferdesportveranstaltung, die den Zuschauern auch einiges bietet. Aber dafür, dass Oldenburg eigentlich eine Zuchthauptstadt ist mit der Oldenburger Zuchtrasse, müsste pferdesporttechnisch hier eigentlich einiges mehr laufen. In den letzten Jahren gab es immer wieder Ärger um die sogenannte Abreitehalle. Wofür ist diese Halle eigentlich gut? Naja, in der Abreitehalle bereiten die Reiter natürlich sich selbst und ihre Pferde vor allem auf die Prüfung vor. Das heißt, sie müssen ihr Pferd auch erstmal lockern. Das kann natürlich nicht völlig kalt aus der Box in den Parcours, da würde alles kaputt gehen, das geht überhaupt nicht. Und deshalb müssen die sich halt angemessen vorbereiten und dafür braucht man Platz. Und wenn man sich vorstellt, dass da jetzt 20 Reiter in einer kleinen Halle ihre Pferde abreiten wollen, das geht natürlich überhaupt nicht. Da ist totales Chaos, da reiten die sich gegenseitig platt. Und deshalb ist es immer wichtig, dass die Reiter genügend Platz haben, damit sie ihr Pferd auch angemessen vorbereiten können. Trotzdem überzeugten die Oldenburger Pferdetage an allen 3 Tagen mit feinstem Sport. Mit den Schulwettbewerben wurden die Kinder und Jugendlichen aus der Region in die erstklassige Veranstaltung mit einbezogen. Glanzpunkt war die große Gala, die dafür sorgte, dass die WSM-Halle bis auf den letzten Platz gefüllt war. Eindrucksvolle Bilder mit 4 Spennern, ein Jongleur und eine höchst amüsante Showeinlage mit 2 Ponys begeisterten das Publikum. Höhepunkt war die Voltigiervorstellung, bei der die Parcours-Spezialisten Marc Bettinger, Julia Brauweiler und Karl Brox, alle im rosa Tütü, ihre akrobatischen Künste auf dem Pferderücken zeigten. Ollis Radioshow, 2x im Monat hier bei Oldenburg 1. Ollis Radioshow, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab.